Hi, Servus aus der wunderschönen Schweiz. Die nächsten Tage werden elektrisch und zwar mit BMW, der Autobrand aus meiner Münchner Heimat und dem Ado. Hi. Und dem Justus. Moin. Servus Jungs. Ado, darf ich dir die Kamera gleich in die Hand drücken? Ja, natürlich. So, was machen wir hier alles? Formula E steht heute an. Elektroautorennen ist in Bern. Wir dürfen hier mit dem i3 hindüsen, sind auch gleich da. Und morgen, was machen wir morgen Schönes? Oh, morgen machen wir eine Tour mit dem i8 durch die Berge über ein paar schöne Passstraßen und werden sehr, sehr viel Spaß haben. Also i3 fahren, i8 fahren, Elektroautorennen erleben, wird eine super geile Zeit. Freue mich drauf. Hier der neue i3S, bisschen schneller, bisschen sportlicher, ne? 184 PS jetzt, Fahrwerk ein bisschen tiefer gelegt, breitere Reifen. Fährt sich schön, fährt sich nett, ja. Man merkt, dass es ein bisschen kommt, wenn man aufs Gas geht. Der Innenraum immer noch mit nachwachsenden Materialien hier an der Verkleidung. Ich habe schon mal ein ausführliches Video zum i3 gemacht. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach noch ein bisschen rum zum Event und dann geht's richtig los mit dem ABB Formula E Event. Okay, der wahre Powertest ist natürlich, wenn es den Berg nach oben geht. Ado, halt mal, du und ich halt voll drauf jetzt. Schauen wir mal, wie wir den Berg hochpreschen. Ja, schön, sind wir doch gleich da. Okay, wir sind angekommen an der Event-Location und hier stehen die ganzen i8s. Oh yeah. Und die dürfen wir nach München fahren dann, ne? Wir dürfen nach München fahren, großartig. Genau. Also optisch eines meiner Lieblingsauto-Designs. Taugt mir mega. So, was ist dein i8-Eindruck? i8 auf jeden Fall vor dem i3. Wir sind ja vorhin i3 gefahren, was auch crazy ist, hätte ich nicht gedacht. Ich bin mal auf das Ding gespannt, aber optisch, wie du schon sagst, C8 Wahnsinn. Einfach genial. Ne? Geht's besser als das? Wir sind jetzt hier in der Garage und bekommen noch ein paar Infos aufs Ohr, voll mittendrin im Geschehen. Und der Kurs hier in Bern ist scheinbar recht anspruchsvoll. Viele Bodenwellen haben sie jetzt hier auch nach dem freien Training festgestellt. Wir machen jetzt noch ein paar Anpassungen, schauen, dass das Auto optimal vorbereitet ist. Alle haben so ein bisschen den Wetterbericht im Auge. Es könnte heute regnen, vielleicht aber auch nicht. Muss man mal schauen. Ich höre mal weiter zu und schaue, was ich noch für Infos aufsauge. Wir sind jetzt an der Strecke, haben noch ein bisschen Zeit, bevor das Rennen losgeht. Und schaut euch bitte mal an, wie schön dieser Fluss ist. Dieses Türkis, brutal, wie es hier durch Bern, die Schweizer Hauptstadt, schlingelt. Schön. Helme sind nicht afrotauglich, aber ich mach's gerne, denn ich habe den großen Genuss jetzt, einen Safety Car mitfahren zu dürfen, bevor das Rennen losgeht. Und BMW ist jetzt das erste Mal in der Formel E. Keep going. Okay. Okay, ich lauf weiter. BMW ist jetzt das erste Jahr in der Formel E dabei, aber sie stellen schon seit dem Anfang. Keep going? Okay, ich gehe mal weiter. Also sie stellen schon seit Anfang eine Safety Car. Und ja, jetzt darf ich damit mitfahren. Ist übrigens auch ein i8. Hey, I am Alex. Your name is Bruno, right? They told me you're Bruno? Yeah, it's with me, right? Oh, okay. Okay. Also, ich bin hier mit Bruno. And Bruno, you are the safety car driver for the Formula E. Yes. So you get to drive the i8 all the time. How do you like it? Yeah, it's a really good car, man. It's as you can see, it's carbon fiber. It's really well balanced. We sweep it off. How fast? Did some changes to make it a bit yeah, it's not like the street car. How fast are we going? Yeah, as fast as we can. Not as crazy fast. We don't can. Hey, Bruno, hey! Jetzt weiß ich, wo wir einen Helm brauchen. What? Alter! Ich bin noch nie so auf einer Rennstrecke mit einem Profi. Ich bin ein Profi-Fahrer unterwegs gewesen. Alter Schwede, wie der Fall. I thought we're gonna have a nice conversation. Oh. So what's special about this track? Compared to all the other tracks? It's a difficult one. Okay, it's a schwerer track. It goes up and down a little bit. And it's bumpy, right? It's a bit narrow too. Is it a hangar track? It's a good track, I like it. Yeah, you like it, I can tell. Bruno, that was the ride of my life. Thank you, brother. Wow! It's cool, man. I thought we were gonna go cruising.
You have different plans for us. We do it properly, right? Merci beaucoup. Wow. So, wir bekommen jetzt noch weitere intime Einblicke. Und hier sind wir praktisch beim Start. Das Rennen geht auch sehr bald los. Wir dürfen uns einmal noch kurz die Autos anschauen. Ich habe mich einmal nach ganz vorne gekämpft und habe hier nochmal das Safety Car von vorhin. Und wie ihr eine Sonne in meinem Gesicht seht, es wird nicht regnen. Es wird nicht regnen. Ich schaue, dass ich einen guten Platz bekomme irgendwie und freue mich aufs Rennen. Bisschen Verwirrung hier, das Rennen geht gerade los, aber es war sofort ein Crash. Ich wechsle immer von draußen, live beim Rennen und drinnen beim großen Bildschirm, weil man hier eben auch einfach dann die anderen Rennabschnitte mitverfolgen kann, nicht nur das, wo man steht. Ach krass, jetzt hat es wirklich ganz schnell zugezogen und zu regnen angefangen. Das Rennen ist so in ein paar Minuten vorbei, aber es wird jetzt nochmal nass hier. Und da sieht man auch so eine Bodenwelle, es ist wirklich ein anspruchsvoller Kurs hier. Und wenn es nass wird, dann erst recht. Richtig? Richtig, Ado? Oh ja. Oh ja. Da wollte gerade noch der Zweite den Ersten überholen und der Erste, der führt schon das ganze Rennen im Prinzip und schafft es einfach super defensiv zu fahren und schafft immer die Überholmanöver abzublocken. Yo, das war es, das ABB Formula E Rennen aus Bern. Spannendes Rennen. Übrigens, schnellste Runde hat der Da Costa aus dem BMW Team gefahren, bekommt dafür auch einen Punkt. Mir ist gefallen, Stimmung war super hier und morgen geht unser i8 Abenteuer. Bis morgen. Morgen sollen wir die Autos nach München fahren. Heute ist Sonntag. Wir haben die Autos hier immer noch. Wir haben Schlüssel. Ausfahrt. Jungs, wer nimmt welches Auto? Wir haben einmal den Coupé, einmal den Roadster. Die Luxusprobleme. Welchen i8 nehme ich? Ja? Ja. Gut. Wenn du hier zu deinem Auto kommst, was vergessen hast, was für ein Auto du fährst, machst du auf und erinnert dich, ich bin ein i8. Hey, das ist einfach schon noch mal Next Level, ne? Das Reinsetzen ist ein bisschen tricky, aber das ist schon noch mal... Oh, es riecht auch noch so geil, Neuwagengeruch. Schon special. Nice. So, Start, let's go. Und hier einmal runter. Es ist einfach special. Das ist schon was Besonderes. Alter, wird eine geile Ausfahrt. Das Schöne ist, dass man jetzt eben hier leise elektrisch rollt. Das ist ja ein Hybrid mit knapp 12 Kilowattstunden großem Akku. Mist, ich sollte ihn vorfahren lassen, weil er kennt die Route. Okay, ich parke mal hier am Rand. Und damit kommt man circa, fast vorbei, 55 Kilometer elektrisch. Und dann kann eben aber auch der Verbrennungsmotor hinzugeschalten werden, wenn man weiterfahren will und richtig draufballern will. Oh, schaut euch das an. Das Wasser hier ist super türkise. Die Aare. Wenn ich das richtig sage, Bern kann schon was. Meine Güte, hab ich Bock auf diese Ausfahrt. Einfach jetzt sinnlos Serpentinenstraßen fahren, weil Sonntag ist. Ah ja, also hier links sieht man, dass der Tank voll ist und rechts die Batterie fast leer. Also 1 Kilometer Reichweite ist drauf. Und wenn man hier hinschaut, dann sieht man, dass wenn ich jetzt vom Gas gehe, dass es anfängt zu rekuperieren. Also dann kommt wieder ein bisschen mehr Saft in den Akku und die Energie, die beim Bremsen normalerweise verpufft, wird hier noch effizient genutzt und zurück in den Akku gespeist. Ey, wir haben hier eine richtig coole Strecke gefunden. Hier sind so viele Leute, die einfach ihren Sonntag mit Mobilität genießen. Ganz viele Motorradfahrer, die eine Ausfahrt machen. Radfahrer, die es hier richtig geben, hier rauf und runter. Und noch immer mal wieder einer einen Sportwagen, ne? Das Motorrad hinter mir rastet die ganze Zeit aus. Geiler Typ. Das ist Wahnsinn, ne? Einfach, ja. Hey, und die Fotos, die du gemacht hast, tausend Dank, Alter, richtig geil. Gerne. Just hat nämlich einen richtig guten Instagram-Account und hat die Fotos drauf. Ja, oh, und du die Posen, Alter, du hast die Posen drauf, auf jeden Fall. Nee, aber Fahreindruck ist wirklich, ist krass. Bock mega. Also, ich
weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll. Ich bin ja i3 bisher gefahren, das hat mega Bock gemacht, aber das ist halt nochmal eine komplett andere Nummer. Du hast eine heftige Straßenlage, Beschleunigung, wenn der Elektromotor einsetzt. Wir rollen wieder zurück nach Bern. Was für eine geile Ausfahrt. Ich habe jetzt auch den Sportmodus entdeckt. Ich fahre jetzt im Sportmodus. Es macht uns allen wirklich super viel Spaß. Einziger Wermutstropfen ist, ich würde so gerne meinen Arm hier richtig gut ablegen. Ne? Schön cruisen, offenes Fenster. Aber das Fenster geht nicht ganz rein. Und dann ist es nicht ganz perfekt angelegen. Na gut. Spritztour für euch abgeschlossen, geduscht und Abendkleid. Wir sind hier an der Ladestation in der Tiefgarage in der Nähe vom Hotel und mussten diesen Code scannen, alles klar, haben wir gemacht. Hier schon eingesteckt, du drückst jetzt gleich auf Bezahlen und dann checke ich die Station ein. Wir laden das Auto voll, weil morgen geht es dann eben nach München und ich will so viel elektrisch fahren, wie nur irgendwie möglich. Ihre Zahlung wurde genehmigt. Ja. Ladevorrat starten. Fahrzeug wird geladen und das macht den Smiley glücklich und mich auch. Und morgen ist der Akku voll und wir fahren in die Münchner Heimat. Es geht nach München. Ich drohe schon, die anderen zu verlieren. Die sind hinter dem Bus. Der hat sich zwischen uns gedrückt. Ich werde jetzt hier den E-Drive-Mode aktivieren und maximal elektrisch fahren. So, wunderbar. Also über Nacht vollgeladen und werde jetzt hier in der Stadt schauen, dass ich eben möglichst elektrisch unterwegs bin. Der Bus ist übrigens auch ein Hybrid, lustigerweise. Und ihr seht, wir haben das Auto effizientst vollgepackt, das andere auch. Wir mussten so ein bisschen schauen, dass wir den Stauraum maximal ausnutzen. Hat aber geklappt. Wir haben alle unsere Habseligkeiten, unser Hab und Gut dabei. Und ich freue mich auf einen schönen Roadtrip nach München. Die Kollegen sind rausgefahren, also bin ich hinterher rausgefahren und fragen wir mal, was los ist. Was los? Einfach mal kurz Fahrer wechseln. Fahrer wechseln? Und ja, ich bin einfach ein bisschen müde. Cool. Kaffee? Ja. Wir kommen Deutschland näher und ich habe wieder in Sportmodus gewechselt und bekomme ja auch immer, wenn man doch mal zu einer auffahren sollte, eine Warnmeldung auf dem Display, aber ich bin jemand, der gerne viel Abstand lässt auf der Autobahn. Aber was ich für mich wirklich entdeckt habe, sind diese Schaltwippen, wo man schön hier, der Wahnsinn, wo man nochmal ein bisschen extra Spaß und Sportlichkeit reinbringen kann. Jetzt kommt ein ganz besonderes Highlight für mich, ihr werdet lachen. Die Tankstelle! Oh mein Gott, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal getankt habe. Es muss so viele Jahre her sein. Ich bin mir nicht mal genau mehr sicher, wie es geht. So, ich konzentriere mich und regel das jetzt. Park. Aus. Gut. Oh, und rein in den Rüssel. Willst du da nochmal schauen, ob das Display irgendwie was Besonderes sagt? Nee. Da steht, ich könnte an Tankplatz 4 tanken. Also Elektroauto laden, das ist aber leichter, ne? Also wir sind hier nämlich beim Zoll. Wir mussten hier ein paar Papiere machen wegen den Autos. Und jetzt haben wir noch kurz Zeit, während die Papiere gemacht werden und wollen tanken. Kriegen wir schon hin. Da sind wir in Deutschland, auch hier scheint die Sonne. Ich bin der Fahrer des Roadsters jetzt. Freue ich mich auf die Autobahn gleich. Wir gehen München ein. Sehr gut. Ja, München, Heimat. Los geht's. Es ist soweit, deutsche Autobahn. Sportmodus, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und linke Spur. Schauen wir mal. Wie ist es laut jetzt? 200?
hat. Aber die Minute war nice. Boah, ich hab auch durchgehend nach links geblinkt. Passt doch irgendwie so. Richtig, richtig assi, ne? Alle weg. Ja, ja, auf jeden Fall weg, Leute. Geiler Scheiß. Eieiei, Freunde, was hier gerade passiert ist. Wir sind mit kurzer Verspätung hier in München angekommen und direkt hier an der BMW-Teststrecke sind wir da in dieses Testfahrzeug von BMW, wo sie eben an Elektroautos arbeiten. Schaut es euch an, ja? Also es ist dann praktisch der zweite Teil der BMW Next-Gen-Erfahrung. 700 PS waren das gerade rein elektrisch. Brutal, brutal, brutal. Und die nächsten Tage passiert eben da auch sogar noch mehr. Also wird sicher sehr spannend. Und hier mit dem i8 unterwegs gewesen zu sein, das Auto ist einfach ein Genuss und es ist ein Privileg, damit durch die Straßen Europas kurven zu dürfen. Das kann ich wirklich so sagen. Auch der Roadtrip hier gerade, als jemand, der fast immer rein elektrisch unterwegs ist, so anders ist es dann auch nicht, mit einem Plug-in-Hybrid zu fahren. Ja? Irgendwann muss man eben rausfahren, um zu tanken. Ob es jetzt laden oder tanken ist, ist egal. Wenn man erstmal rausfährt, dauert es sowieso ein bisschen, dann müssen wir pinkeln. War. So viel anders ist es alles nicht. Und die Blase macht sowieso, was sie will. Also ganz normaler, cooler Roadtrip mit den Jungs. Hat mega Spaß gemacht. Und dieses Auto, das kann ich auch als Elektroauto-Fan wirklich zugeben, die Soundkulisse gibt einem schon was. Es ist emotional und ist ein cooles Fahrgefühl. Gleichzeitig auf so einem langen Roadtrip habe ich auch nichts dagegen, wenn es absolut ruhig ist oder einfach nur Fahrgeräusche, ne, und man sein Hörbuch hört. Ist einfach ein etwas anderes Erlebnis, aber beides hat auf jeden Fall seinen Reiz. Okay, das war's von diesem Video. Es geht scharf weiter, wie gesagt, 700 PS und morgen übermorgen noch mehr. Klickt euch da auch gerne rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.